Auch wenn wir aktuell zu einer gewissen Normalität zurückgekehrt sind, es gibt noch Dinge, bei denen man achtsam sein sollte. Das gilt auch für die beliebte Osteraktion der Wohnungsbaugenossenschaften WEWOBAU, ZWG und WBG Zwickau Land. 5, 4, 3, 2, 1, los geht's! Das sind die Bilder, wie wir Finde das goldene Ei kennen. Hunderte Menschen sind in Nicht-Pandemie-Zeiten durch den Planitzer Schlosspark gewuselt und alle hatten nur ein Ziel, das goldene Ei zu finden. Auch wenn die Corona-bedingten Einschränkungen weitestgehend aufgehoben sind, hätte die Durchführung des Osterevents in der üblichen Form eher nicht funktioniert. Um den Kids trotzdem etwas Spaß und Freude zu Ostern zu vermitteln, haben die drei Genossenschaften gemeinsam mit dem Eventveranstalter Kraus Event um die Ecke gedacht und die Aktion Finde das goldene Ei kurzerhand auf Tour geschickt. Bewerben konnten sich Kindertageseinrichtungen der Region. Der Zuspruch war riesig. 5.727 Kinder hatten sich mit 57 Anmeldungen beworben. Letzthin wurden 9 Stationen ausgelost, an denen die mobile Bühne Station machen wird. Gestern machte das goldene Ei on Tour an der ersten Station Halt. Gespannt waren die Knirpse der Kita Apfelbäumchen im Stadtteil Eckersbach. Gefreut hat man sich auch seitens der Leitung der Einrichtung. Bei strahlendem Sonnenschein werden Sie mit Ihren Kleinen, mit den Knirpsen heute hier überrascht mit dem goldenen Ei. Was haben Sie dafür getan, dass der Express heute bei Ihnen Station macht? Ja, also wir haben über Eltern erfahren, dass wieder die Aktion Finde das goldene Ei stattfindet. Und da habe ich mich kurzerhand einmal beworben, weil ja wir in der letzten Zeit auch länger keine schönen, größeren Veranstaltungen mit den Kindern durchführen konnten. Und habe dann letzte Woche die freudige Nachricht erhalten, dass die ZWG uns gezogen hat als Gewinner, einen der Gewinner für die Aktion heute. Und ja, die Kinder sind sehr erfreut und ganz neugierig und schon ganz aufgeregt und freuen sich, dass sie heute hier den Osterhasen begrüßen dürfen und das goldene Ei suchen und freuen sich über diese schöne Aktion. Was haben Sie denn explizit eingereicht? Also ich habe nur dieses Formular, die Beantragung eingereicht und dann noch ein paar Fotos geschickt von Bastelarbeiten von Kindern, die hier bei uns im Haus ausgestellt sind. Ne? Damit werden wir unser Haus hier verschönert haben. Handflächen gucken sich an. Guck, 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 guck und dann ganz. Natürlich sollte ein Programm für Kita-Kinder auch altersgerecht sein. Um den Kleinen spielerisch Wissen zu vermitteln und sie zum Mitmachen animieren, war Clown Sacco erste Wahl. Heute erste Station des goldenen Eis, Sven Katz. Du bist uns ein guter alter Bekannter. Freust du dich mal wieder, on Tour zu sein? Also ich freue mich sehr, wieder mal auftreten zu können, die also Kinder im Kindergarten zu erleben. Also das ist eigentlich richtig schön. Da geht ein bisschen wieder das Herz über, auf. Also das ist wunderschön, ja, wieder so eine, mit Kindern zusammen was zu machen. Das waren ja Protagonisten, die um die Ecke gedacht haben. Das waren die Wohnungsbaugenossenschaften gemeinsam mit Kraus Event. Und wir sehen zum Hintergrund, die Kinder freuen sich schon. Wie ist es dir in der letzten Zeit ergangen? Also ja, also das fehlte halt wirklich, diese ganzen Auftritte, die Interaktion mit den Menschen, mit den Kindern. Also wenn man seine berufliche Basis eigentlich darauf auslegt, dass man mit Menschen etwas zusammen macht und genau das nicht mehr geht, dann fehlt einem einfach ganz, ganz viel in sein Leben. Und ich bin jetzt einfach gespannt, was jetzt kommt. Also das war halt auch eine Zeit, wo man so Dinge vielleicht auch mal betrachten konnte, einen Rückblick. Aber jetzt also freue ich mich einfach, dass es wieder die eine oder andere Sache wieder geht. Und ich hoffe, dass es einfach wieder viele Auftritte und viele Begegnungen gibt mit Menschen. Und dass wir wieder als Gesellschaft zusammenrücken und Kunst und Kultur erleben können. Worauf dürfen sich genau die Jüngsten, die Knirpse, heute hier in der Kita Apfelbäumchen freuen? Auf den Osterhasen und auf viele schöne Lieder und ja, auf viel Lachen. Wir freuen uns, dass wir heute hier sind. Nach der Begrüßung der Kinder durch Diana Hübner von der ZWG gab es dann 45 Minuten beste Unterhaltung für die Kids. Da staunten die Kleinen nicht schlecht, was der Clown so alles aus seinem alten Koffer zauberte. Auch
die Frühlingsfee nahm die Kinder mit. Gemeinsam sang man Kinderlieder. Bei Stups der kleine Osterhase war es dann endlich soweit und der flauschige XXL-Osterhase kam zu den Kindern an die Bühne. Natürlich hatte er für alle eine süße Überraschung dabei. Keine Frage, das war gestern ein gelungener Start von Finde das goldene Ei on Tour. Sie stieg in den Schuh hinein, schrie noch einmal kurz, oh nein! Als sie dann das Unglück sah, wusste sie schon, wer das war. Stups, der kleine Osterhase, fiel dann dauernd auf die Nase, gab sie gar wohin er lief.